Willkommen zurück zu Betrayer. Ich muss mit der. Ich quatsche jetzt einfach mal mit der Lady hier hinten. Und mal gucken, was sie zu sagen hat. Ich erinnere mich, dass wir nach unserer Ankunft für einige Zeit hier lebten. Es gab viele Scharmützel mit den Eingeborenen in diesen Tagen, wo sie endlich Frieden mit ihnen schlossen. Okay. Die ehemaligen Bewohner. Habt ihr nicht die Gestalten der Assemblée aussehen? Welche Aschegestalten? Versucht etwa mir Angst einzujagen? Oh Mann, die klappen auch nicht. Gut, gibt mir sowieso keine gescheite Antwort. Ich gehe in die Geisterwelt. Ah, ich muss mit X. Ja, lauschen, ne? Bist du der Geist, wo deine. William Eastgrove. Ah ja, okay. Gut. Ich glaube, ich bin hier richtig. Also nach den Geräuschen zu beurteilen. Ja doch, das muss aus der Richtung hier kommen. Hier ist noch eine Kiste. 31 Geld und eine. Au. Nein. Nein. Ich will keines. Oh. Ich habe irgendwas gefunden. Sprengsätze, oder? Kann ich das gegen. Was machen die denn für Geräusche, bitte? Langbogenpfeil, genau das, was ich brauche. Langbogenpfeil. 50 Milliarden Pfeile hier in dem Busch drin. Von mir. Alle. So, ich muss lauschen. Da hinten. Die Verderbtheit ist fort. Ah, ja. Der Tod im Pfahl wurde von der Verderbtheit gereinigt. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich getan habe. So. Okay, ich muss lauschen. Halt die Klappe jetzt. Hier ist auf jeden Fall noch was. Seitenfetzen. Warum hat der Stadthalter uns befohlen, jegliche Wertsacht und glänzenden Plunder einzusammeln und im Wald zu verstecken, fernab unserer Behausung? Welchen Zweck könnte eine solche Maßnahme dienen, außer einzig und allein die Menschen noch weiter zu entmutigen, die bereits verzweifeln, ob des Hungers, der Krankheit und ständiger Unbill spanischer Angriffe? Okay, gut. Ich bin da unten, ne? Ja, okay, gut. Ich habe das Ding da hinten gereinigt. Das war mir jetzt sehr wichtig, dass wir das auch eben gemacht haben. Das kommt jetzt wieder hier aus der Richtung, ne? Okay. Das kommt von da vorne. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Hier ist eine Kiste. Natürlich ist das der richtige Weg. Oh, shit. So. Gut, Langbogenpfeil. Gewöhnliche Pistole. Die gewöhnliche Pistole dahin. Taste 3. Ah, da oben, ne? Da oben. Da muss ich schon wieder irgendwas. Verderbtheit. Ist in Verderbtheit gehüllt. Was? Was? Nein! Oh nein! Nein! Die Verderbtheit ist fort. Was? Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade getan habe.
Okay. Gut. Noch einige Pfeile rumliegen, die ich natürlich gerne mitnehmen möchte. Ein Sprengsatz haben wir gefunden. Gut, das erklärt jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich meine Frage nach, was soll ich tun, ne? So. Martha. Sorgt sich um seine Frau Martha. John Ho. Gräber. Aufzeichnung, Untersuchungen. William Eastgrove sorgt sich um seine Frau Martha. Erinnert sich, wie sie nebeneinander an einem Hange saßen. Er sprach von der Sonne. Ist das Sonne, ne? Hang. Muss ich jetzt echt ernsthaft in diesem blöden Hang suchen? Weltkarte. Oh Gott im Himmel. Küstenpfad. New World. Fort Henry. Ja, ja, das sieht schon, ja. Okay, das ist verdammt groß. Was ist das? Hier kann man nach was graben, aber ich brauche so eine blöde Kelle. Habe ich nicht so eine blöde Kelle mal gefunden irgendwie? Das Tor ist das nachts verschlossen. Ah, das heißt, ich kann da erst tagsüber reingehen. Gut, hier haben wir noch einen Zettel auf dem Boden rumliegen. Ein Indianer erzählte Herr Burden von einem in Ruin liegenden bedeutenden Königreich, das sich weit im Westen befindet und reich an Kupfer und Perlen erlesenster Güter sein soll. Selbstredend führte diese Geschichte zu vielen angeregten Gesprächen und Mutmaßungen unter denen, die sie vernommen hatten. Doch behauptet der Stamm, dass es eine heimgesuchte und verfluchte Stätte sei, bewacht von den toten Geistern derer, die einst dort lebten. Und wenn sie nicht gestorben sind, spuken sie noch heute und durch die Gegend. So, ich bin da unten. Das heißt, nichts. Gut, ich kann nicht, okay, ich kann schnell reisen. Gut. Wunderbar, du hast auch was geschafft. Du bist von da drüben hierher gelaufen. Oh mein Gott. So. Gut, die Typen haben wir. Jetzt wissen wir, dass wir Totenpfahlpfähle reinigen können. Das war jetzt die Erkenntnis des Jahrhunderts in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Aber okay. Das wird sich bald wahrscheinlich lösen. Ja, ich laufe hier ein bisschen gerade total verwirrt durch die Gegend, aber aber ich muss mich hier als erstes mal zurechtfinden. Ich möchte die Gegend komplett auswendig kennen, ne, damit ich genau weiß, genau, da muss ich hin, da war ich gerade. Das sind noch ein Steinschlag, 236 Meter noch bis zu Fort Henry. Genau, das ist der Plan. So. Und natürlich ein bisschen Zeug einzusammeln. So, hier können wir noch meinen Schlauch hier ins Wasser stecken. Da haben wir. Da sind aber ein paar. Sollte ich das probieren? Sie haben mich sowieso schon bemerkt. Oh, das ist ein starker, ne? Lass mal. Gut, okay, ich muss ja wieder nachladen. So, ein Pfeil habe ich noch. Gibt's doch nicht. So. Oh Gott, habe ich jetzt überhaupt geschossen? Warte mal, da liegt noch ein Pfeil von mir. Gut. Diesen Pfeil hätten wir. Das funktioniert ja ganz gut.
Oh, das funktioniert echt ganz gut. Und war ehrlich gesagt noch ziemlich cool. So, ich kann leider keine Munition mehr von dieser Art aufnehmen. Aber ich habe doch, warte mal, ich habe doch irgendwas gefunden hier. Ah, ich habe schon ausgerüstet. Fügt 150% Nahkampfschaden, 5% gesteigerten Grundschaden zu. Warum benutze ich nicht diesen blöden Nahkampfschaden? Gut, okay, wenn ich wüsste, wo ich diesen Nahkampfangriff einsetze, wäre das natürlich schon viel besser und ziemlich nützlich. Ich will mal wissen, was der hier dabei hatte. Langbogenpfeil und nichts, okay. Wenigstens habe ich meine Pfeile wieder. Wir können gleich mal kurz gucken, was es hier Schönes gibt. Das Tor ist in Verderbtheit gehüllt und lässt sich nicht öffnen. Das heißt, ich muss dieses Tor nachts befreien, sozusagen. Okay, 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 okay. Ja, da weiß ich das jetzt. Irgendetwas ist hier noch. Das ist aber da hinten, oder? Oder wo ist das? Anhaltspunkt. Hier scheint etwas vergraben zu sein. Wo ist es zu hart, dass man den Keller ausgraben könnte? Ach, das. Ach so, das ist das hier. Da stand die ganze Zeit drauf. Gut, dann muss ich jetzt wohl wieder zurück in die Geisterwelt. Das Tor öffnen. Beziehungsweise. Moment, Moment, Moment. Beziehungsweise könnten wir mal da hinten gucken, was wir da hinten noch haben. Wir haben auf jeden Fall das Südtor. Das heißt, das haben wir schon mal freigeschaltet. Jetzt könnten wir hier hinten noch schauen. Da war ich nämlich noch gar nicht. Und einfach mal gucken, was es da Schönes gibt. Noch mehr Gegner natürlich. Ah, ich hätte gern wieder Sprengsätze. Die waren schon ziemlich gut, ne? Die hätte ich gern wieder. Oder hätte ich gerne mehr. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? 342. Okay, da muss ich auch schauen, ob der Händler wieder irgendwie was hat. So, dieser verdammte Sturm hat unser Schiff verschont, doch hat er Captain Harpers gesunden Menschenverstand gefordert, sowie den derer, die ihn dabei unterstützten, die Reise fortzusetzen, anstatt wie Rebecca und Splendor nach England umzukehren. Wir werden für diese Torheit bitter bezahlen, sollten wir nicht dieses hoffnungslose Unterfangen aufgeben und von hier mit allen Vorräten, die wir finden können, fortsegeln. Gut, okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal weiter. Schauen uns das Gebiet da hinten an. Dort Zügel freigeschaltet. Alle Reiseziele freigeschaltet. Yay! Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!